Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Diesmal wieder ohne gemutetes Mikrofon. Genauso wie in der letzten Folge. Ich glaube, das wird ein bisschen noch so ein Running Gag, weil mich das sowas von aufgeregt hat mit dem gemuteten Mikrofon. Das ist aber sowas von richtig schlimm gewesen. Ich meine, ich durfte 11 normale Let's Play Folgen und dann noch eine anderthalbstündige Aufnahmesession von Session of Zelda Link to the Past nachkommentieren. Juhu, Nachkommentierung, FTW in großen Mengen. Boah, das hat mich so aufgeregt damals. Damals, als die Computer noch aus Holz waren. Genau dann, dieses damals meine ich, natürlich. Wie ihr alle wisst. Wir sind auf jeden Fall immer noch in der Vorbereitungsphase für die für den heutigen Geberstadt-Run. Also für mich heutigen, für euch irgendwann in ein paar Tagen kommenden Geberstadt-Run. Ja, wir werden jetzt selber erstmal kurz schon mal einmal in die Geberstadt reinschnuppern. Tagesjetzt haben wir abgeschlossen und wir wollen ja noch Level up schaffen. Und dafür fehlen uns halt noch ein paar Erfahrungspünktchen. Die kriegen wir aber, wenn wir die Quest hier fertig kriegen. Und für die Quest müssen wir uns an einzelnen Elite-Mobs in der Geberstadt schon mal versuchen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir irgendwie einen Hauch einer Chance haben oder ob wir einfach Bums, Wolle, Wolle auf die Fresse kriegen. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich nämlich auch überraschen. Oh, Xevion. Den kennen wir doch. Den hatten wir doch mal vor ein paar Folgen hier gesehen. Der hatte uns diese Erfahrungsfrucht gegeben. Normalen Modus betreten. Da ist er. Hasskristall. Stufe 36. Und Elite. Huhuhuhuhu. Okay, so. Jetzt da ist schon zweiter. Huhuhu. Oho, das wird hart. Aber ihr wisst ja, ich bin ja für gewöhnlich wahnsinnig. Widerstand. Ja. Okay, ich gehe mal sicherheitshalber raus. Aber wir haben hier 9 Schadenspunkte gemacht. Das heißt, wenn wir das mit einer Gruppe machen, 9% Schadenspunkte, nicht 9 Schadenspunkte. Dann könnte ich mir doch vorstellen, dass wir doch ein bisschen was schaffen. Ja, man muss nur ein bisschen ganz wirklich absolut geordnet und gezielt vorgehen. Dann dürfte es eigentlich machbar sein. Das schmeißt mir natürlich meine Planung ganz kleines bisschen durcheinander, ne? Antwort an Sadera. Wir brauchen eben, dass das ungefähr 10.000 Erfahrungspunkte aufbringt. Jetzt ganz auf Anhieb, sofort. Könnten. Nee. Oder? Doch. Wir gehen mal schon mal in die nächste Zone kurz und bringen 2 Laufquests dort noch weg. Dann sind wir auf jeden Fall Stufe 30. Stufe 30 ist nochmal ein kleiner Sprung für uns. Und danach geht es noch an so ein paar andere Kleinigkeiten wie Rucksack entleeren und sowas, bevor wir dann morgen in... morgen. In der nächsten Folge in die Geberstadt gehen. Also machen wir uns mal auf den Weg. Ja, das ist der Weg jetzt in die nächste Zone. Also wir werden einmal kurz reinschnuppern in die neue Zone. Frostholztal. Es wird eisig. Abkühlung jetzt im Sommer noch. Tut mir jetzt mal gut. Es wird ganz eisig. Ganz, ganz eisig. Und damit willkommen im Istra-Hochland. Boah, war ich lange nicht mehr hier. Ich finde, so schön gestaltet hier. Alles. Und die Musik ist auch passend.
Schon schön gemacht eigentlich die Zone. Irgendwie habe ich so ein bisschen vergessen, wie schön noch die ganzen alten Zonen sind. Wie die mich damals verzaubert haben, als ich zum allerersten Mal Roots of Magic gespielt habe. So, Schriftrolle, Louis Set. Ein Phoenix Schriftrolle. Wo ist es denn? Da. Achso, Half-Handelsposten, gut. Ich habe nur gerade nichts vorgelesen, also scheiße, das ist die epische Questreihe. Dem Riesengeweih-Rentier gehe ich mal aus dem Weg, das ist Stufe 34 und rot. Ich meine, die wollten mich gerade mit 36er Elite-Mobs anlegen, aber mit die 34er Non-Elite-Mobs, die meide ich natürlich, ne? Katzos Wachturm. Und es geht weiter. Wir rasten nicht. Wir ziehen immer weiter. Unsere Reise führt uns zum Hafenhandelsposten. Und anscheinend habe ich auch immer ganz schöne Frame-Einbrüche hier, kann das sein? Hm, 15, 14, 15 Frames, das ist natürlich nicht das Optimum, ne? Ein Pfennig Eli. Für mich ist Gold so wichtig wie die Luft zum Atmen. Ihr meint die Nachricht, die ich in seinem Zelt hinterlassen habe? Das war vor ein paar Tagen. Ich wurde von Louis August angeheuert. Aber das ist schon eine Weile her. Vor kurzem habe ich den Kontakt zu Louis August verloren. Da er ein Geheim agierte, weiß ich nicht, wie man ihn finden kann. Er schuldet mir noch eine nicht beträchtliche Summe an Forschungshonoraren. Wie soll ich das den anderen Forschern erklären? Ich komme mir wirklich hintergangen vor. Ohoho, wir haben uns drei neue Fähigkeiten gerade mal erlernt. Oh, wenn ihr Louis August immer noch finden wollt, könnt ihr mit der Spur anfangen, der wir nachgehen sollten. Ein Forschungsbericht? Ja, den habe ich. Wollt ihr wissen, was drin steht? Natürlich kann ich es euch sagen, aber nur gegen Bares, ist ein faires Geschäft. Eine Zahlung in Höhe von 5000 Gold. Ja, komm, das können wir nochmal ihm geben. Zahlt 5000 Gold an einen Pfennig, Eli. In Ordnung, Jungspund. Ich nehme euer Geld. Ich danke euch im Namen der Forschungsgruppe für eure Großzügigkeit. Ich nehme nicht an, dass ihr großes Interesse an wissenschaftlichen und bruchstückhaften Informationen habt. Deshalb werde ich euch einfach etwas über die Forschung erzählen, die wir für Louis August durchführen sollten. Louis August wollte ursprünglich, dass wir Dokumente suchen, die im Zusammenhang mit den vielen Legenden und Geschichten des Schneemeers stehen. Außerdem sollten wir in Informationen über eine sogenannte magische Phantomperle nachgehen. Da Louis August jedoch verschwunden ist, haben wir die Forschungsarbeiten abgebrochen. In der Nähe der östlichen Klippe des Frostholztal fanden wir eine Steinsäule mit uralten dämonischen Kräften. Diese Kräfte üben eine magische Anziehungskraft auf die Frostholztal-Zyklopen aus, welche das beschützen, was sie als ihren Schatz ansehen. Ich vermute, dass die Dämonen dort Informationen hinterlassen haben und dass bei diesen Informationen auch Hinweise auf die magische Phantomperle zu finden sind. Was denkt ihr? Wollt ihr nachsehen gehen? Vielleicht findet ihr Louis August dort. Ihr begebt euch auf unbekanntes Terrain. Deshalb rate ich euch, Verbündete mitzunehmen. Die Zyklopen sind nicht zu unterschätzen. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. So, wir gehen mal eben kurz gucken mit unseren bitte neuen Fähigkeiten, die wir gerade erlernt haben. Ach du Scheiße, drei neue Fähigkeiten. Aneignung von Wissen. Genau, wenn wir den Skill ausbauen, dann verlängern wir die Laufzeit. Verlängern wir die Laufzeit linear um 1,5 Sekunden pro Stufe, oder was? Tatsache. Guckt euch das mal an. 58,5 Sekunden auf Stufe 28. Warte mal. /GC.
50 mal 1,5 sind 75. 75 plus 15. Bis zu 90 Sekunden lang jede Sekunde zwei Fokus. Das ist eine ganz schöne Masse. Jenseitsgeflüster. Also Aneignung von Wissen zuallererst ist halt Willenskraft Klinge. Okay. Dorthin. Ich mache mal die Unverwundbarkeit woanders hin, hier zum Beispiel. Oder nee, ich mach's anders. So. Willenskraftkonstrukt kommt einfach nach unten. So. Unverwundbarkeit hier hin. Willenskraftkonstrukt. Fünffach geflüsterter Gesang, das war das andere. Und Seelentraum, was haben wir da noch erlernt? Ach ja, genau, das war der Skill. Den müssen wir natürlich auch noch mit reinnehmen. So, hier. Allmählich füllt sich unser Skillbuch, ne? So, nehmen wir die psychische Pfeile wieder mit. Den schwächenden Webefluch. Die verdrehte Ladung müssen wir leveln. Außerdem immer zu leveln ist der böse Wille. Ja. Und jetzt bin ich schon am Nachdenken, ob ich nicht vielleicht ein bisschen was in die Woge der Boshaftigkeit mal investieren soll. Ich meine, ich gucke euch an, wir haben hier dann 574 Schaden nochmal. Auf drei, bis zu drei Ziele. Andererseits wird es vielleicht, für heute ein bisschen praktischer sein, wenn wir zum Beispiel das ein bisschen leveln. Die Gegner ein bisschen länger, wenn wir einen Gegner länger herausnehmen können. Warte mal. Hier gibt es nur jede zweite Sekunde eine Sekunde drauf, oder was? Oder jedes zweite Level? Ja. Das heißt, dort kann man 25 mal 0,1. Also noch 2,5 Sekunden insgesamt durch rausholen, oder? Ja, ja, müsste so sein. Also. Bis zu 5,5 Sekunden kann man einen Gegner vieren. Das ist zwar schon ganz schön lange, aber es ist halt nicht das Optimum, was es so gibt an CC. Ich glaube, ich werde den mal ein bisschen leveln. Für Bosskämpfe ist der wahrscheinlich unglaublich praktisch. Dann machen wir nämlich, wenn wir in den Zustand Willenskraft Klinge drin sind, können wir 4 mal 275 Schaden machen. Also umgerechnet 550 1100 Damage. Das ist ein bisschen mehr als unser schwächender Webefluch. Und das abgetrennte Bewusstsein ist nur auf der Hälfte vom Level her. Aber dafür macht es auch nur gegen ein Ziel so viel Schaden. Unsere Intelligenz wird ein bisschen mit eingerechnet. Wir haben noch nicht so viel Intelligenz. Wir haben jetzt gerade mal 350 Intelligenz. Das heißt, der Bonusschaden, der in Intelligenz kommt, ist ein Viertel Intelligenz. Ah, 300 durch 4. Das sind ganz grob. 7, also nochmal 70 Bonus-Damage oder sowas. Ist schon mal etwas, aber noch nicht. Aber nicht so ganz die Welt, ne? So, wir gehen jetzt noch einmal nach Silberfall zurück und werden dort eben schnell noch ein Röntchen verkaufen gehen, also Rucksack aufräumen, damit wir nachher nicht mit einem übervollen Rucksack dann dastehen und ständig das Base wegschmeißen müssen, ne? Ich meine, wir werden sowieso jede Menge Schrott in der Gräberstädter Spiegel dann finden, aber da möchte ich lieber dann noch ein bisschen mehr Platz haben. Gildenruhen haben wir auch noch 65 Stück, aber viel wert sind die glaube ich nicht mehr, weil die meisten Gilden keine Gildenruhen mehr brauchen, ich weiß aber jetzt nicht sicher. Es gibt nichts im Postkasten, das ist schon mal gut. Auf zum gemischten Warenhändler Miles. Hallöle Miles. Ich habe hier jede Menge zu verkaufen. Hm. Na gut, jede Menge. Sieht ein bisschen anders aus, aber schon so ein bisschen was, ne? Ein bisschen Kramselkrams.
schmeiß, verkaufe auch mal die Rohstoffe. Ich weiß, die könnte ich eigentlich teurer im AH verkaufen. Ich habe aber keine Lust gerade, mich mit dem AH zu beschäftigen heute. Also, es ist halt wieder die typische Faulheit. So, jetzt schmeißen wir mal noch die restlichen Tagesfest-Items weg, die wir, aus denen wir keine Tagesfest machen können gerade. Die südliche Fahne kann ich auch mal wegschmeißen, den werden wir sowieso heute wieder in Mengen sammeln. Auch hier unten die zerrissene Partitur können wir wegschmeißen und hier die übrigen Notenblätter. So, dann wird nämlich der Rucksack auf einmal ganz leer, wenn man mal ein bisschen aufräumt, ne? Wir haben jetzt wieder gut Plätze. Okay, ich freue mich schon auf nachher mit euch, beziehungsweise so, für all diejenigen, die das nur mal gucken, auf die nächste Folge. Lasst es euch gut gehen und ciao, ciao.